Diogo Castro von TuS Wildtrobe ist hier unten von bei mir. Nach dem Einzug ins Finale, es war sehr spektakulär, ziemlich knapp. Gamer hat gut mitgehalten, was sagst du zu dem letztendlichen Ergebnis? Respekt vor Gamer, das war echt eine absolut geile Leistung von denen. Wir haben in der Gruppenphase auch schon gegen die spielen müssen. Überragend gespielt und es ist natürlich top, dass wir es dann geschafft haben. Die sind ja noch gut wiedergekommen, aber am Ende sind wir sehr froh, dass wir es geschafft haben und endlich wieder im Finale sind. Noch ein, zwei Worte zu Michael Fromme, der mit 3 Toren ja erheblichen Anteil am Sieg hatte. Natürlich. Also Michi Fromme ist natürlich ein Heimkünstler, keine Frage, macht immer seine Tore und wir als Mannschaft passen einfach perfekt dann zusammen und dann ist es keine Frage. Michi Fromme ist natürlich sehr, sehr wichtig dann in dem Moment. Jetzt kommt es zur Neuauflage des Auspack-Cup-Finales. So sieht's aus auf jeden Fall. Auf was können wir uns einstellen? Ich hoffe, der TOS gewinnt das Ding heute. Warten wir mal ab. Schauen wir uns weg an.